Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Maike Ruben-Dietrich, ich freue mich, dass du dabei bist. Und wir schauen auch gleich los hinein, was so los ist bei euch, bei uns, was so abgeht. Sinne und Sinnlichkeit ist das Thema dieses Orakels. Stärke deine Sinne, lebe deine sinnliche Wahrnehmung ist die Botschaft. Das ist also so das Topic. Und wir schauen natürlich wieder ins große Blatt hinein, was sich so getan hat. Erstmal ein bisschen mischen und dann schauen wir uns das große Blatt an. So, also wir sehen schon mal hier wieder klare Gespräche bei einem Treffen. Ich sehe ihn, er liegt schon direkt im Haus des Fuchses drin. Das heißt, hier hat er was falsch gemacht. Er sieht seine Fehler ein, denn er schaut in die Aufklärung dieser Missetaten hinein. Also er, Sterne und Fuchs, da kann man also wirklich sagen, er schafft Klarheit in den Dingen, die vielleicht einfach schräg oder falsch gelaufen sind. Ja? Und das führt hier wieder zu einem Aufblühen in Sachen Liebe, nämlich mit der Sonne im Haus der Liebe mit drin, die Liebe auch im Haus der Stabilität, im Haus des Schlüssels zeigt, dass also die Gefühle wirklich da sind, dass er und du in der Diagonalen habt ihr die Verbindung mit dem Ring dabei. Das heißt also hier auch ganz klar, dass diese Partnerschaft kommen wird, die Veränderung, der Storch, er, Ring, du, besser. Kann es fast nicht sein, du sollst stabil sein, auch in deinen Gefühlen. Ja, es gibt aber irgendetwas, was dich hier jetzt nochmal kurzfristig wohl verärgert hat. Es ist ein Orakel für die Allgemeinheit, Leute. Also es kann nicht immer auf jeden passen, das wisst ihr. Aber ich versuche das immer so schon, mich auf euch zu konzentrieren, dass wir hier wirklich so die Energien reinbekommen. Es wird auch Fortschritte geben, die gibt es ohne Frage. Auch schneller als du denkst, werden hier Probleme gelöst. Also man ist schon über den ganz großen Berg hinweg. Die Entscheidungen innerhalb der nächsten Wochen kommen. Die kommen mit Stabilität, die kommen mit Freude, mit Kraft auf euch zu. Ja? Und vor allen Dingen ist es hier auch eine offizielle Geschichte. Hier liegt das Standesamt dabei. Ja? Also es ist wirklich hier im Kartenbild schon so, dass ich sagen kann, das hat also wirklich auch Hand und Fuß, das hat also auch wirklich Zukunft, ja. Und wenn ich von ihm röste, kommt auch wieder die Treue, die Stabilität drauf, Hund, Schlüssel und dann auf das Treffen runter. Also er ist in seinen Gefühlen sich doch sehr sicher dir gegenüber, hat aber hier wirklich etwas verbockt, das muss man dazu sagen, das Böcklein, aber das kriegen wir schon geregelt. Du sollst im Moment nicht dich so aus der Fassung bringen lassen, sondern auch hier klar in die Aufwärtsspirale kommen. Denk dran, wir haben auch noch verschiedene Prozente, 20% im Shopcode ist unten drin und die Aufwärtsspirale hilft dir dabei, auch immer in den positiven, den guten Gefühlen drin zu sein. Das ist doch ganz immens wichtig. So, weitere Planungen kommen hier auch, nämlich Planungen über ein gemeinsames Zuhause wird es hier geben. Also da gibt es ebenfalls Gespräche. Also wenn ihr noch nicht in der Situation seid, dass es mit einem Zusammenzug einhergeht, dann wird es in jedem Fall so sein. Bleibe du ruhig, also du liegst jetzt auch im Haus des Mondes drin. Das kann Erfolg, Ehre, Anerkennung sein, aber nicht in die negative seelische Geschichte reinsteuern. Das ist nämlich die Gefahr. Du schaust in den Turm und der Mond liegt im Turm. Das heißt, kapsel dich jetzt nicht ab, schließ deine Gefühle nicht weg, hör auf, dich allein zu fühlen. Es sind auch immer noch andere Leute da. Es wird sich hier fügen mit ihm. So sagt es erstmal hier das große Kartenbild. Also in jedem Fall ist schon mal eine ganz gute Ausgangssituation. Jetzt will ich aber schauen, wir schauen einfach nochmal den Weg vom Tarot für euch und das machen wir sofort. So, dann haben wir das Tarot jetzt auch da. Mischen wir das mal. Das hatte ich nicht parat gelegt. Kann ja auch mal vorkommen. Und wir mischen es einmal durch und schauen, wo dich da der Weg einfach jetzt hinführt. Was ist das Thema, was uns das Tarot sagen will? Die Gerechtigkeit. Viele von euch warten genau auf diese Gerechtigkeit. Und
die gerechte, die klare Entscheidung, die wird kommen, es wird ausgeglichen, es kommt alles wieder in die Balance hinein. Das ist das Hauptthema. Wie sieht es jetzt aktuell aus? Ritter der Schwerter haben wir dabei und die sechs Scheiben, das ist der Erfolg. Also Leidenschaftlichkeit, Flexibilität, Ambitionen, aber auch ein klares Denken, sagt uns der Ritter der Schwerter, sollen wir haben. Also wirklich das Ziel auch im Fokus. Vision Board, Law of Attraction, ich gebe immer wieder diese kleinen Tipps mit. Schreibt euch ganz klar auf ein Vision Board auch wirklich auf, was ihr an Zielen haben wollt. Es sollte so bei euch platziert sein, dass ihr immer wieder auch vielleicht unbewusst auch drauf schaut. Es nützt nichts, wenn es im Schrank steht. Und hier kommt der große Erfolg mit sechs Scheiben einfach rein. Und das ist schon mal eine hervorragende Geschichte, denn sechs Scheiben sind wirklich Erfolg auf ganzer Ebene, auf ganzer Linie. Und das heißt, was du dir da jetzt vornimmst, gerade auch in Bezug auf deine Dualseele, auf deine Liebe, auf deine Partnerschaft, wird in den Erfolg gehen. So. Worauf müssen wir ein bisschen aufpassen? Wir sollten hier jetzt nichts dominieren, forcieren. Mit zwei Scheiben, das ist die Herrschaft. Ja? Also auch hier für einen Energieausgleich sorgen, für eine positive Dynamik, nicht für eine negative Dynamik, ganz wichtig. Ne? Und die Königin der Schwerter, auch hier wieder klare Gedanken, nicht in die in den Gefühlsüberschwang zu kommen, aber auch nicht in die Negativspirale rein. Also ganz wichtig. Ja? Und weil ich sage immer, dass wir kommen einfach schnell in diese Negativspirale hinein. Das ist wie eine Rutsche, die wir runterrutschen. Das Hochklettern ist immer etwas schwieriger. Das Runtergehen geht ganz schnell. Und dann liegt ihr da am Boden mit euren Gefühlen und das bringt gar nichts. Ja? So. Wow. Ergebnis, wenn wir uns daran halten. Immer Voraussetzung, dass wir uns auch daran halten. Im Maß der Dinge mit klaren Überlegungen daran zu gehen, mit positiven Gefühlen. Nicht im zu großen Überschwang, nicht im zu negativen, dann kommt hier das Ass der Kelche. Das ist die Liebe, das ist die absolute emotionale Wahrheit, das ist, ja, das ist einfach eine tolle Karte. Das muss ich einfach so sagen. Und wir haben die Vollendung dabei, also bitte, Ass der Kelche und die Vollendung. Vier Stäbe. Das heißt, es kommt zusammen, es fügt sich über das Gefühl, über die Anziehungskraft, über die Sexualität, über die Leidenschaft. Also da ist jetzt alles mit dabei. Wenn du einen kühlen Kopf bewahrst, nicht zu dominant wirst, ja, und dir auch sicher bist in dir selber, dass du geliebt wirst. Es geht hier ganz viel auch um Akzeptanz und Annahme. Und ich weiß, viele von euch können das dann immer gar nicht glauben, dass man vielleicht geliebt wird, aber du wirst geliebt und das ist ja schon mal das ganz Wichtige. So, man muss sogar mal einen Schluck trinken, Entschuldigung. Und das musst du für dich ja verarbeiten. Ein toller Weg, muss ich sagen, der hier kommt. Also Sinne, Sinnlichkeit und die absolute Vollendung sind ja schon mal hier vorprogrammiert. Was haben wir denn noch für Tipps hier mit dabei auf dem Weg? Nehmen wir nochmal hier Colette Baron Reed, die Weisheitskarten dazu. Hopsala. Also, was ist denn jetzt das? Versuche ich einmal stiller zu mischen und schon fällt mir hier alles auf den Boden. So. Jetzt, Sattler. Glücklich, du kannst hier ganz glücklich in deine Zukunft und mit positiven Gedanken hier reingehen. Im Hier und Jetzt wird es sich verändern. Und es schafft Flexibilität, es schafft Freiraum für euch alle. Und das ist doch schon mal eine, ja, finde ich, eine der besten Kombinationen, die wir überhaupt haben können. Und abschließend nehmen wir mal noch eine aus diesen Karten mit raus, die wirklich sagt, hier kommt wirklich der Zauber, der euch zusammenführt und der Zauber der Liebe, der Zauber der Sinne, der Sinnlichkeit und
Werde schlicht und ergreifend glücklich. Wenn du eine Beratung von mir wünschst, ich bin natürlich gerne für dich da. Jetzt auch wieder in der kommenden Woche regelmäßig. Also freue ich mich, wenn wir uns hören. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz gute Zeit. Natürlich auch immer eine WhatsApp-Frage könnt ihr auch immer stellen. Schreibt mir über WhatsApp. Da gibt es auch immer einmalige Angebote, wenn ihr im Verteiler mit drin seid. Also ich freue mich, wenn wir uns auf irgendeine Art und Weise hören. Natürlich abonniere gerne meinen Kanal, teile mal das Video und lasst gerne ein Like da. Bis dahin, euer Malkiel. Ciao.